Gut, dann darf ich jetzt Sie alle herzlich willkommen heißen zum virtuellen jugendpolitischen Fachgespräch, zu dem wir uns heute hier in diesem Raum auf eine sehr besondere Weise eingefunden haben. Es geht darum, internationale Jugendarbeit nachhaltig zu sichern. Und unser heutiges Gespräch findet anlässlich der Aktionswoche International Heart statt. Die Aktionswoche findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt und bietet einen Rahmen, um mit Politikerinnen und Politikern über aktuelle Anliegen aus dem Arbeitsfeld der internationalen Jugendarbeit ins Gespräch zu kommen. Und in diesem Jahr steht die internationale Jugendarbeit vor sehr besonderen Herausforderungen. Geplante Maßnahmen können nicht stattfinden, Kontakte zu den Partnern können nur sehr schwer aufrechterhalten werden und viele Träger im In- und Ausland müssen auch in den kommenden Jahren mit umfangreichen finanziellen Einbußen zurechtkommen. Das sind Themen, die wir heute gemeinsam besprechen werden, in diesem Format. Mein Name ist Christina Gerlach. Gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel Poli werde ich Sie heute durch die Veranstaltung führen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es fehlt uns noch jemand. Ich würde dich, Christina, bitten, sie mal reinzuholen. Ich darf Sie auch ganz herzlich von meiner Seite aus begrüßen und freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, ins Gespräch zu kommen. Und zwar, wir haben hier im Panel zunächst die jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprecher verschiedener Bundestagsfraktionen eingeladen und wir freuen uns schon sehr, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich stelle Sie erstmal kurz vor, wen wir haben, alphabetischer Reihenfolge. Norbert Müller, Sprecher für Kinder- und Jugendpolitik der Bundesfraktion Die Linke. Herzlich willkommen. Michaela Noll, Bundesfraktion der CDU-CSU, Mitglied im Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Auch Sie herzlich willkommen in der Runde. Sönke Rix, Sprecher der Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen und Jugend der Bundesfraktion der SPD. Hallo. Matthias Seestern-Pauli, Kinder- und Jugendpolitischer Sprecher der Bundesfraktion der FDP, auch Ihnen ein Hallo. Und wir haben noch Beate Walter-Rosenheimer. Und ich glaube, sie ist unter einem anderen Namen hier, deshalb hole ich sie mal hier rein und tut mir leid, dass wir das nicht gleich gesehen haben. Das dürfte sie auch gleich im Bild sein. Kurzen Moment noch. Ihnen auf jeden Fall auch ein herzliches Willkommen. Hallo, ich bin die Mitarbeiterin von Beate Walter-Rosenheimer. Sie ist aber schon länger in der Schalte und. Hallo, ich bin jetzt da, aber ich heiße jetzt Stefanie Raptakis und ich bin seit 14:50 Uhr hier und höre Sie auch, aber ich war offenbar irgendwie nicht zugeschaltet, habe aber jetzt die Diskussion mitbekommen. Ich habe jetzt hier nur den Namen von der Steffi stehen, meiner Mitarbeiterin, aber das bin ich. Alles klar, deshalb die Verwirrung. Herzlich willkommen auf jeden Fall in der Runde. Sie sind Sprecherin der Bundesfraktion Bündnis 90 Die Grünen für Jugendpolitik, Ausbildung und Weiterbildung. Darüber hinaus begrüßen wir ganz herzlich im Moment noch nicht zu sehen Vertreterinnen und Vertreter der Fach- und Förderstellen der europäischen und internationalen Jugendarbeit, dann Kolleginnen und Kollegen des Vorbereitungskreises der Aktionswoche und Vertreterinnen und Vertreter zentraler Träger der internationalen Jugendarbeit aus der IAB-Mitgliederstruktur. Und wir begrüßen natürlich auch ganz herzlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Livestream. Vielleicht die zur Information, wir streamen unser Gespräch live auf Facebook. Wir steigen heute tatsächlich mit einem kurzen inhaltlichen Input ein. Zunächst werfen wir einen gemeinsamen Blick auf die Situation der internationalen Jugendarbeit angesichts von Corona und anschließend stellen stellvertretend für die Fach- und Förderstellen Tobias Bütow vom Deutsch-Französischen Jugendwerk und Christiane Mähler von CONEC-Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch das Positionspapier Europäische und internationale Jugendarbeit Neue Wege 2021 vor.
Im Anschluss freuen wir uns dann auf die ersten Rückmeldungen der Bundestagsabgeordneten und Reaktionen natürlich auch unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier im virtuellen Raum, aber auch bei Facebook. Genau. Und dann eröffnen wir die Diskussion. Wir machen das in Form eines Fishbowls. Das heißt, alle die, die sich jetzt im Moment noch im Zuschauerraum befinden, können gerne die Hand heben und wir holen sie dann rein in die Diskussion, damit auch alle sie sehen können. Es gibt noch weitere Möglichkeiten der Beteiligung. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream sind herzlich eingeladen, ihre Fragen im Chat loszuwerden. Unsere Kollegin wird die dann passend hier reinbringen in die Diskussion. Natürlich haben Sie auch hier im Meeting die Zuschauenden die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Auch das werden wir zusammenfassen. Und Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, mit der kleinen blauen Hand sich zu melden. Und wie gesagt, dann holen wir Sie rein in den Fishbowl, damit wir dann gemeinsam sprechen können. Genau, ich möchte aber jetzt tatsächlich, bevor wir dann in den Inhalt gehen, unseren politischen Gästen auch einmal das Wort geben und Sie bitten, sich ganz kurz selbst vorzustellen. Und wir möchten natürlich auch etwas über Sie erfahren und über Ihre Haltung zum internationalen Jugendaustausch. Deswegen habe ich auch einen kleinen Auftrag mit der Vorstellung verbunden, nämlich für Sie die Bitte, bitte vervollständigen Sie im Rahmen der Vorstellung auch den Satz, für mich bedeutet der internationale Jugendaustausch. Da würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns da einen ersten Einblick geben. Wir rufen Sie jetzt der Reihe nach einfach auf, damit es in diesem Format keine Verwirrung gibt. Und starten möchte ich in alphabetischer Reihenfolge gerne mit Norbert Müller. Ja, vielen Dank. Norbert Müller ist mein Name. Ich bin Sprecher für Kinder- und Jugendpolitik der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, Mitglied im Familienausschuss, der Obmann für die Fraktion Die Linke und in der Kinderkommission. Ich komme aus Potsdam, habe viele Jahre Jugendverbandsarbeit gemacht, wobei internationale Jugendarbeit heißt bei uns politische Jugendverbände. Das heißt sozusagen, ich habe mal mitgegründet einen linken Jugendverband zu PDS-Zeiten, den es heute noch gibt unter dem Namen Linksjugend Solid. Hieß damals Solid die sozialistische Jugend und wir haben in Europa ein Netzwerk mitgegründet, was es auch heute noch gibt, das European Network of Democratic Young Left, die sozusagen sich im Umfeld der GUE-NGL, also der linken Fraktion im Europäischen Parlament, bewegen. Internationaler Jugendaustausch für mich, der ich direkt an der Grenze zu Polen geboren bin, nämlich in der Hauptstadt des Oderbruchs in Friezen, heißt auch das Zusammenwachsen in Mittelosteuropa. Ich will dazu nur zwei Erklärungen mitgeben. Wir sind, glaube ich, in einer Scheidesituation, wo junge Polinnen und Polen sich nach Deutschland orientieren oder eben woanders hin. Und ich glaube, für gute partnerschaftliche Verhältnisse ist es gerade wichtig, da bin ich immer sehr hinterher, dass wir zum Beispiel die Finanzierung des deutsch-polnischen Jugendwerkes so gestalten, dass der Jugendaustausch Deutschland-Polen weiter so gut funktioniert, dass wir sozusagen hier auch auf Dauer enge Beziehungen haben und die Jugend Polen sich zum Beispiel nicht weiter nach Frankreich oder Großbritannien orientiert, sondern in der nächsten Nachbarschaft sozusagen das größte Herz entwickelt. Ja, vielen Dank. Als nächstes möchte ich gern Michaela Noll, Frau Noll, bitten, sich nochmal kurz vorzustellen und vielleicht für uns auch den Satz zu vervollständigen, was für Sie internationaler Jugendaustausch bedeutet. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße Michaela Noll, komme aus Nordrhein-Westfalen, bin seit 2002 im Deutschen Bundestag für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, bin eigentlich fast die ganze Zeit im Familienausschuss gewesen, war Vorsitzende der Kinderkommission und um es relativ kurz zu machen mit der Frage, für mich bedeutet internationaler Jugendaustausch ist ein Baustein für mehr Verständnis zwischen den Kulturen. Warum ist das für mich ein wichtiges Thema? Ich glaube, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber, glaube ich, vielen anderen Kollegen, dass unsere Familie auf der Welt zu Hause ist. Ich habe 6 Geschwister und davon ist der eine mit einer Marokkanerin verheiratet, der andere mit einem Amerikaner, Australier verheiratet, Franzosen haben wir dabei, Österreicher dabei. So, bei 6 Geschwistern sind wir interkulturell, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und ich habe einfach immer erfahren dürfen, was das heißt, wenn man in anderen Ländern ist, dass man ein anderes Verständnis entwickelt, einfach miteinander zu sprechen, zu leben, fördert das. Und deswegen glaube ich, dass es in der Zeit wie heute, wo wir immer mehr
sag ich mal, Staaten auch erleben, die sich zurückziehen, sich auf sich besinnen, es umso wichtiger ist, jungen Menschen die Chance zu geben, in anderen Kulturen zu leben und damit auch ein Verständnis für andere Kultur zu bekommen. Das kriegt man eigentlich einfacher, wenn man wirklich vor Ort ist, als wenn man sich das anliest oder in der Schule lernt. Deswegen sage ich immer, Jugendaustausch hat die Chance, 6 Geschwister zu haben, die in der ganzen Welt verheiratet sind und wo wir uns untereinander austauschen. Und deswegen baue ich darauf, dass wir das auch nach wie vor entsprechend fördern. Und das deutsch-französische Jugendwerk liegt mir deshalb wahrscheinlich am Herzen, weil ich, wie gesagt, die Hälfte der Familie noch in Frankreich wohnt. Und ich leider festgestellt habe, also in den letzten Jahren, dass auch die Bereitschaft von jungen Deutschen, auch Französisch zu lernen oder die Bereitschaft von Franzosen, Deutsch zu lernen, eher rückläufig ist. Und deswegen meine ich schon, gerade diese deutsch-französische Freundschaft, die seit Ewigkeiten auch besteht, sollten wir intensiv pflegen und uns kümmern. Deswegen Jugendaustausch immer gerne. Ja, vielen Dank. Es geht direkt weiter mit Sönke Rix. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass wir uns heute über die internationale Jugendarbeit hier austauschen können. Ich bin der Sprecher für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der SPD-Bundestagsfraktion und Obmann meiner Fraktion im Familienausschuss und komme aus dem wunderbaren Schleswig-Holstein. Und wir haben mit dem deutsch-dänischen Grenzland etwas sehr Vorbildliches, wo es wirklich sehr gut funktioniert über Grenzen hinweg und auch die Jugendarbeit über Grenzen hinweg sehr vorbildlich funktioniert. Davon können sich noch erstens andere Grenzregionen was abschneiden, aber ich glaube auch insgesamt international, gerade auch im Umgang, wie gehe ich eigentlich mit meinen begrenzten Freundinnen und Freunden international auch um, glaube ich, kann man da viel von lernen. Deshalb ist es von mir auch immer von wichtiger Bedeutung, aber Jugendarbeit ist eben mehr als eine europäische, also internationale Jugendarbeit ist mehr als europäische Jugendarbeit. Und von daher würde ich den Satz immer so vervollständigen, dass ich sage, internationale Jugendarbeit bedeutet einen Nährwert für Frieden, für Engagement, für Demokratie, eigentlich für alles, aber vor allen Dingen immer für die jungen Leute, aber immer auch parallel für die Gesellschaft insgesamt. Und ich glaube, das ist immer sehr wichtig, dass es immer nicht nur etwas für die Betreffenden gibt, die gerade am internationalen Jugendaustausch teilnehmen können, sondern es bedeutet eben was für die Gesellschaften insgesamt und trägt damit immer auch wieder für ein friedliches Miteinander bei. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass wir weiterhin internationale und europäische Jugendarbeit unterstützen. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Rix. Herr Seestein-Pauli, auch für Sie und die Möglichkeit, sich vorzustellen. Ja, auch einen schönen guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist Matthias Seestein-Pauli, bin Kinder- und Jugendpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, bin auch Mitglied der Kinderkommission des Deutschen Bundestags, habe eine gewisse Parallele gerade zu Norbert Müller gesehen, viele Jahre, man kann ja schon sagen Jahrzehnte, bei der Jugendorganisation der FDP tätig gewesen, habe darüber auch viel mit unseren Partnerverbänden zusammengearbeitet, ganz besonders ist da hängen geblieben, JUW, europäische Verfassungsreferendum in den Niederlanden ging, gemeinsam an einen Rang gezogen. Also von daher auch viele Einblicke gewonnen. Auf Ihre Frage, für mich bedeutet internationale Jugendarbeit oder Jugendaustausch, glaube ich, sehr vielfältig, nämlich einmal die persönliche Komponente, nämlich für den Einzelnen, sich weiterzuentwickeln, den Horizont zu erweitern, aber auch das, was gerade schon mal angesprochen wurde, nämlich, dass man andere Gesellschaften, andere Perspektiven zu schätzen und kennenlernt erstmal und damit natürlich auch einen Riesenbeitrag für eine Zukunft, eine friedliche Zukunft legt und dass wir auch verhindern, dass wir in alte Rollen, die von einigen ja immer wieder beschworen werden, nicht zurückfallen. Von daher eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die wir gerne unterstützen. Vielen Dank. Ja, danke auch an Sie, Herr Seestein-Pauli. Dann geht es weiter mit Beate Walter-Rosenheimer, die jetzt den Abschluss macht und uns an der Stelle auch noch verrät, was für Sie der internationale Jugendaustausch bedeutet. Ja, wir hören Sie noch nicht. Ja, es hat jetzt irgendwie sich von alleine hier wieder stumm geschalten. Also danke für die Einladung. Ich habe gesagt, International Heart, das ist so ein wunderbarer Titel, finde ich, für diese Aktionswoche. Und auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, dass Sie ganz besonders
um Unterstützung werben wollen für internationale Jugendarbeit bei uns Bundestagsabgeordneten. Und da brauchen Sie bei mir nicht lang werben, aber ich glaube bei uns allen nicht, weil Welt offen leben im wahrsten Sinne des Wortes ohnehin schon meine volle Unterstützung hat. Eben, ich bin Beate Walter-Rosenheimer, ich bin Jugend- und Ausbildungspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion und war auch lange in der Kinderkommission mit dem Norbert Müller zusammen, von Beruf klinische Psychologin und Mutter von 5 gerade erwachsenen Kindern, die sich auch so mehr und mehr in die Welt verstreuen. Und Reisen in Nachbarländer und auch natürlich, jemand hat schon gesagt, nicht nur Europa, Sprachen lernen, andere Kulturen, offene Grenzen und auch so ein über alle Grenzen hinweg sich verstehen, das sind mir Herzensanliegen. Und es ist Polen genannt worden von Norbert. Für mich ist es Tschechien. Ich komme aus Bayern. Wir haben Tschechien als Nachbarland und als meine Kinder klein waren, waren wir auch einige Jahre dort. Und ich finde es immer schade, dass gerade auch im bayerischen Raum sehr wenig Tschechisch gelernt wird. Andersrum ist das eben mehr für die Verständigung, für das Zueinanderfinden ist das total wichtig. Und internationaler Jugendaustausch bedeutet für mich einen Austauschprozess der Zivilgesellschaft, eigentlich gar nicht auf politischer Ebene, der Demokratie, Menschen- und Bürgerrechte voranbringt, gerade jetzt wichtig in dieser Zeit, wo wir auch in Europa so viel Nationalstaatlichkeit und Abschottung sehen. Ja, vielen Dank für diese kurze Vorstellungsrunde. Als nächstes würde ich gerne Marie-Louise Dreber hier ins Panel holen. Sie ist Direktorin von IAB und sie wird uns Ergebnisse einer Trägerbefragung zur Situation der internationalen Jugendarbeit angesichts der Corona-Krise vorstellen. Und wir holen sie mal kurz rein. Christina, kannst du das mal gerade machen? Ja, ich sehe sie noch nicht in meiner Liste. Ich kann sie auch nicht sehen. Dann werden wir trotzdem die Präsentation zeigen. Und dann gehen wir sie einfach kurz durch. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Wir müssen das Mikro freischalten, den Ton anmachen. Ich bin in der IAB e.V. Da kurz ein Hinweis an meinen Co-Moderator. Der hat nämlich volle Rechte. Die Frau Dreber benötigt noch eine Freischaltung und dann kann sie sprechen. Sie ist IAB e.V. im Panel. Alles klar. Okay. So. So, kann man mich hören? Ja. Aber noch nicht sehen? Nein. Okay. Jetzt. Ja, vielen Dank. Ist doch immer nicht ganz einfach, aber ich freue mich sehr, dass wir hier Gelegenheit haben, auch als Teil der Fach- und Förderstellen der europäischen internationalen Jugendarbeit mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht noch mal ganz kurz vorab, wer ist IAB und warum hat IAB diese Umfrage gemacht? IAB, Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland, ist ein Zusammenschluss von bundeszentralen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, die alle international tätig sind. Und dazu gehören eigentlich alle großen Dachverbände, einschließlich der kommunalen Spitzenverbände und der obersten Landesjugendbehörden, also öffentliche und freie Träger. Wir unterstützen den internationalen Jugendaustausch durch eigene internationale Fachkräfteprogramme, Qualifizierung, Trainingsmaßnahmen, aber vor allem auch Information und Beratung. Das vielleicht mal ganz kurz vorweg. Und unsere Mitgliedsorganisationen haben sich natürlich gerade gleich nach Beginn der Corona-Pandemie auch gemeldet und gefragt, was sollen sie jetzt machen, wenn Grenzen geschlossen sind, Einschränkungen der Reisen vorhanden sind.
Und es entstanden unterschiedliche Bedarfe. Wie gehen wir um mit Stornokosten? Was machen wir mit unseren Partnern etc. pp.? Und da wir sehr unterschiedliche Formate auch in unseren Mitgliedsstrukturen haben, also von den Gruppenbegegnungen über WorkCamps, Freiwilligendienste, Au-pair-Organisationen, individueller Schüleraustausch, also die ganze Palette der internationalen Jugendarbeit, haben wir gesagt, dann brauchen wir erst ein genaueres Bild. Vor dem Hintergrund haben wir im April eine Umfrage durchgeführt und dann nochmal im Juli, August, um auch zu sehen, wie weit die Zuschüsse der Bundesregierung, die Unterstützungsleistungen greifen. Und das ist jetzt das Ergebnis der Umfrage Juli, August 2020. Die kompletten Ergebnisse finden Sie auf unserer Webseite. Ich beschränke mich jetzt auf die wesentlichen Aussagen, die für uns auch relevant sind für das politische Gespräch mit Ihnen. An der Umfrage haben sich 141 Träger beteiligt, die zusammen insgesamt 12.628 Maßnahmen im Jahr durchführen. Ich muss dazu sagen, das ist natürlich keine repräsentative Umfrage, sondern wir haben sie öffentlich ins Netz gestellt, an unsere Mitgliedsorganisationen gesandt und dann konnten sich alle beteiligen, die ein Interesse daran hatten. Insgesamt von diesen Maßnahmen, 12.628 Maßnahmen, waren das 1.500 Gruppenmaßnahmen. Gruppenmaßnahmen, das sind zum Beispiel Jugendgruppen von Jugendverbänden, von der Feuerwehr, von den Pfadfindern oder im Sport, die sich begegnen mit Partnern im Ausland. Es können aber auch Workcamps sein, Jugendreisen und wir haben auch Schulaustausche dabei, insbesondere dann, wenn sie von außerschulischen Trägern geleistet werden. Und wir zählen auch die Fachkräfteprogramme dazu. Bei den Individualmaßnahmen sind es vor allen Dingen die europäischen internationalen Jugendfreiwilligendienste wie Europäische Solidaritätskorps weltwärts oder der internationale Freiwilligendienst oder auch andere Formate. Dann haben wir den internationalen individuellen Schüleraustausch, Au-pair und sonstige Programme. So, und jetzt kommt das Problem zum Tragen. Wir haben 2020 zum Stand Juli, August 93% der Gruppenmaßnahmen wurden abgesagt, 88% der Fachkräfteaustausche und Fachkräfte meinen wir hier immer Fachkräfte der Jugendarbeit, der Kinder- und Jugendhilfe, die mit Jugendlichen aktiv sind und 81% der Individualmaßnahmen. Daran sehen Sie, dass Gruppenmaßnahmen weniger realisierbar waren als Individualmaßnahmen. In absoluten Zahlen sieht das aber umgekehrt wie folgt aus. Wenn wir sagen, dass ungefähr 10-20% nur stattfinden können, dann sind das in absoluten Zahlen zum Beispiel 37 Jugendbegegnungen, 20 Fachkräfteaustauschmaßnahmen, 26 Workcamps, 4 Jugendreisen, 7 Schüleraustausch. Aber, und jetzt sehen Sie, die individuellen Formate konnten deutlich eher noch realisiert werden. Zum Beispiel internationale Jugendfreiwilligendienste oder Au-pair mit 450 Maßnahmen oder individueller Schüleraustausch mit 367. Also hier wird deutlich, da ist ein großer Unterschied zwischen Individual- und Gruppenmaßnahmen. Dazu muss man aber sagen, dass auch bei den Gruppenmaßnahmen große Unterschiede sind. Beim DFJW zum Beispiel konnte ein großer Teil noch durchgeführt werden an Maßnahmen. Das hing auch immer davon ab, welche Grenzen zu welchem Zeitpunkt geschlossen wurden. Also da muss man natürlich dann differenziert draufschauen. Aber in der Kürze der heutigen Präsentation ist das nicht möglich. Sie haben die ausführliche Präsentation auf unserer Webseite. So, dann haben wir auch gefragt, wie sieht es denn bei euch finanziell aus? Welche Probleme offenbaren sich da? Da hat sich gezeigt, 50% haben keine finanziellen Ausfälle, weil die jeweiligen Förderprogramme auch die Stornokosten aufgefangen haben, wofür wir sehr dankbar sind. Aber 21% sind sehr gefährdet und 3% sogar existenziell bedroht. Von den oben genannten hatten 41% finanzielle Ausfälle und 34% davon nutzten staatliche Unterstützung wie Kurzarbeitergeld, Zuschüsse, Darlehen oder andere Leistungen.
So, wenn man das jetzt überträgt auf die Aktivitäten, dann müssen wir feststellen, dass vor allem die Individualmaßnahmen oder die Träger, die Individualmaßnahmen anbieten und zugleich wenig oder keine strukturelle Förderung erhalten, die sind stärker gefährdet. Während die Träger, die vor allem Gruppenmaßnahmen anbieten und wo auch das Internationale nur ein Teil ihrer Aufgaben ist, die sind weniger gefährdet. Das sind aber auch die Träger, zum Beispiel die Jugendverbände, die über den Kinder- und Jugendplan des Bundes in ihrer Struktur gefördert werden. Wenn wir jetzt uns einerseits anschauen, das finanzielle Problem, was die Träger haben, dann war auch die Frage, was machen wir denn jetzt, wenn viele physische Maßnahmen nicht stattfinden konnten? Wir haben dann natürlich auch die Träger unterstützt, virtuelle oder hybride Maßnahmen durchzuführen, vor allem um Kontakt zu halten und weiter auch Begegnungen zu ermöglichen. Dabei muss man aber sagen, dass die Träger zwar ganz viele Tools benutzt haben und auch sehr kreativ waren und dennoch auf die Frage, könnt ihr uns denn auch gute Praxisbeispiele nennen, waren das nur 12% der Träger. Das heißt also, man hat vor allen Dingen Konferenzen gemacht, das sieht man jetzt auf der nächsten Folie, wo nämlich deutlich wird, welche Art von virtuellen und hybriden Maßnahmen konnten denn dann durchgeführt werden. Da sieht man vor allen Dingen internationale Begegnungen, Jugendbegegnungen, Fachkräfteaustausch, aber auch virtuelle Workcamps, Vorbereitung, Nachbereitung von Maßnahmen, was ohnehin oft virtuell auch stattfindet, aber darüber hinaus Seminare, Konferenzen und andere. Aber was wir hier nicht sehen, sind natürlich die Individualmaßnahmen, weil die virtuell dann oft keinen Sinn geben. Also im Gruppenbereich konnte am ehesten virtuell oder hybrid etwas umgesetzt werden. So, und wenn wir jetzt uns die Situation anschauen, wissen wir, dass auch 2021 weiterhin schwierig sein wird. Und wir handeln müssen. Wir müssen in jedem Fall die Strukturen der Träger der internationalen Jugendarbeit sichern. Die Förderung muss flexibler gestaltet sein, dass die jetzigen Anforderungen, die durch Corona gegeben sind, auch berücksichtigt werden. Wir brauchen mehr Unterstützung bei der Digitalisierung. Und 2022 gehen wir davon aus, dass wir das Feld wieder ganz neu anschieben müssen, auch neue Partnerschaften aufbauen müssen, weil wir gleichermaßen auch feststellen, dass auch Partnerstrukturen wegbrechen im Ausland, weil keine Mittel vorhanden sind. Also das sind vier Bereiche, über die wir mit Ihnen intensiv ins Gespräch kommen möchten. Und die beiden Kolleginnen und Kollegen, Christine Mähler und Tobias Büthoff, werden das jetzt im Folgenden auch noch weiter konkretisieren. Zunächst mal vielen Dank und alles Weitere können Sie gerne auch auf unserer Webseite in den Details der Ergebnisse nachlesen. Ja, vielen Dank für diesen ganz kurzen Überblick über die Situation, in der sich die internationale Jugendarbeit und der Austausch gerade befinden. Darauf aufbauend machen wir direkt weiter mit den Schlussfolgerungen und Anliegen, die das Arbeitsfeld aus dieser Situation entwickelt hat und begrüßen dazu jetzt hier im Panel Tobias Büthow, den Generalsekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerkes, und Christine Mähler, die Leiterin von CONACT, dem Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch. Die beiden sind bereits im Panel und hoffentlich können Sie uns auch hören und sprechen. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, einen wunderschönen guten Tag und Bonjour aus meinem Homeoffice in Sachsen-Anhalt. Im Namen der Fach- und Förderstellen, Christine Mähler und ich, wir freuen uns sehr, dass wir heute Ihnen hier unser gemeinsames Positionspapier zur europäischen und internationalen Jugendarbeit Neue Wege 2021 vorstellen können. Ich würde gerne einleitend auf den Aspekt zu sprechen kommen, was ist zu tun in dieser aktuellen Situation. Uns allen ist bewusst, dass die Herausforderungen, so wie eben schon Ise Dreber skizziert hat, signifikant sind in der internationalen Jugendarbeit, dass man gleichzeitig auch differenzieren muss. Es kommt jeweils immer natürlich auch aus deutscher Sicht auf das Partnerland an, mit dem die jeweilige Fach- und Förderstelle kooperiert, aber gleichwohl kommen wir doch gemeinsam zum Schluss, dass
wenn wir eine 360-Grad-Perspektive einnehmen, die wir zu dieser Zeit einnehmen sollten, es einen großen Handlungsbedarf gibt in den kommenden Monaten und insbesondere dann natürlich auf mit Blick auf das Jahr 2022. Was ist zu tun? Erstens, grenzüberschreitende Netzwerke stärken und hierbei auch die Organisationen in Partnerländern nicht aus den Augen verlieren. Das selbstverständlich vor dem Hintergrund. Sie sehen in der Bildschirmpräsentation die Slides, die Folien unserer Präsentation. Das natürlich vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahrzehnt sich die geopolitische Gesamtlage der internationalen Politik signifikant geändert hat und das auch Herausforderungen mit sich bringt für die Zusammenarbeit im zivilgesellschaftlichen oder jugendpolitischen Bereich. Es gilt also in der Krise des Multilateralismus, das multilaterale Denken, das Denken mit Blick auf Kooperation zu stärken. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den vergangenen Jahren, so müssen wir sicherlich feststellen, dass wir zwar viele Jugendliche erreichen mit den Mitteln des KJP, mit den Mitteln der Jugendwerke, mit den Mitteln aller anderen Förderinstitutionen, aber sicherlich doch immer noch zu wenige. Es muss in dieser Zeit darum gehen, Strukturen, Austausch, Kooperation und Netzwerke in der internationalen Jugendarbeit klug, wirksam, wenn Sie wollen, systemisch offensiv zu unterstützen. Und hier ist uns der Begriff der Verbindlichkeit sehr wichtig, denn Jugendarbeit kann nur funktionieren, wenn sie auch nachhaltig angelegt ist. Und insofern, wenn wir auch gerade mit Blick auf die Partnerländer hier eine Verbindlichkeit in der Perspektive präsentieren können. Zweiter Punkt zum Thema, was ist zu tun? Begegnungen wieder starten, digitale Wege eröffnen. Und hier sind wir natürlich mittendrin in der Art und Weise, wie wir als Akteure der internationalen und europäischen Jugendarbeit mit der Corona-Krise umgehen, die sicherlich keiner von uns in dieser Art und Weise erwartet hat. Es geht darum, um Begegnungen, und das war auch unser Tagesgeschäft in den vergangenen Monaten, Begegnungen unter diesen sehr besonderen Bedingungen erstens aufrechtzuerhalten, aber zweitens auch wieder zu ermöglichen. Das hieß in den vergangenen Monaten und das wird auch weiterhin in den vergangenen Monaten natürlich heißen, dass wir dem sowohl pädagogischen als auch organisatorisch und somit finanziellen Mehraufwand für Begegnungen hier das entsprechend berücksichtigen müssen. Denn eine Jugendbegegnung, die auf Nachhaltigkeit, auf pädagogische Qualität, auf einen dem dynamischen Kontext unserer Zeit angemessene Projektentwicklung zu ermöglichen. Das setzt natürlich auch voraus, dass sowohl die Pädagogen als auch die Beherbergungsstätten in der Lage sind, Corona-kompatibel, krisenkompatibel hier den Austausch aufrechtzuerhalten. Denn wir wollen ja eben nicht, dass die junge Generation zu einer Corona-Generation wird. Es geht also darum, dass die Förderung für Austauschprogramme auch tatsächlich flexibel gestaltet wird. In der Folie hier steht das Wort digital. Darin subsumieren wir selbstverständlich auch hybride Formate, die also auf der jeweiligen Seite des Bildschirmes durchaus auch in einer Mischform eine physische Begegnung, einen informellen Austausch, einen pädagogisch insofern auch wertvolleren Austausch ermöglichen. Die technische Ausstattung, letzter Punkt zu diesem Punkt, für die Träger und auch für die Teilnehmenden, ist ganz entscheidend. Im deutsch-französischen Jugendwerk sind wir besorgt, dass hinter den Bildschirmen der hybriden und digitalen Formate uns durchaus, wie es immer wieder heißt, die Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf hinter den Bildschirmen sozusagen verschwinden. Dafür brauchen wir auch eine stabile technische Ausstattung für die Trägerinnen und Träger, damit sie überhaupt für die jungen Menschen, deren Vertrauen sie genießen, diese hier auch adäquat von einem technischen Hintergrund erreichen können. In diesen Tagen wurde der 16. Kinder- und Jugendbericht präsentiert, wie ich finde, auch mit einem ganz beeindruckenden Plädoyer dafür, Digitalisierung auch pädagogisch zu durchdenken und dass es hier also nicht nur um Technik geht, sondern tatsächlich auch um die Grundfeste einer klugen, einer wirkungsorientierten Jugendarbeit. Letzter Punkt meinerseits zum Thema, was ist zu tun, und dann übernimmt Christine Mehler. Mit internationaler Jugendarbeit wollen wir natürlich auch weiterhin in die Zukunft unserer Demokratie, unserer Demokratien und in die Zukunft der Demokratisierung investieren. Es geht hier darum, dass wir auch weiterhin in der Lage sind, international gegen Nationalismus, gegen Abgrenzung in Europa und in der Welt zu wirken. Die Nachrichten der vergangenen Jahre, aber durchaus auch
Und selbst im Deutsch-Französischen, beispielsweise in der Grenzregion, im Saarland, in der Art und Weise, wie mit französischen Bürgerinnen und Bürgern umgegangen wurde, macht uns doch immer wieder besorgt, dass es hier zu einer Rückkehr in nationale Denkmuster in dieser sehr besonderen Corona-Krise kommt. Es geht darum, also im Rahmen einer Praxis, einer stabilen Praxis der Jugendbegegnung, Demokratie letztlich zu stärken durch grenzüberschreitende Mobilität, durch hybriden oder digitalen Austausch. Denn auch wenn selbstverständlich Demokratie und politische Bildung nicht auf jeder Jugendbegegnung, beispielsweise im Bereich Sport, steht, aber letztendlich geht es doch hier, wie wir alle wissen, darum, interkulturelle Kompetenz und somit auch in gewisser Form politische Bildung voranzubringen und in die Breite unserer Gesellschaften und der nächsten Generation zu tragen. Letzter Punkt, in die Zukunft der Demokratie investieren. Es geht hier also darum, auch Netzwerke internationaler Jugendarbeit zu unterstützen, also jenseits von Regierungen eine ganz entscheidende Form der zivilgesellschaftlichen internationalen Zusammenarbeit, die sicherlich der entscheidende Schlüssel sind, dass internationale Kooperation in dieser schwierigen Zeit auch weiter vorangeht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Christine. Ja, ich mache direkt weiter. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Christine Mähler und ich leite das Koordinierungszentrum für den deutsch-israelischen Austausch und darf einfach zum Schluss nochmal im Namen der Fach- und Förderstellen unsere Überlegungen zusammentragen, vorstellen, in aller Kürze nochmal prägnant sagen, was wünschen wir uns eigentlich für das, was zu tun ist, was Tobias Bütow eben ausgeführt hat. Was wünschen wir uns von Politik? Was wünschen wir uns von Ihnen? Was brauchen wir, um das zu tun, was wir eben skizziert haben? Frau Dreber hat das Feld beschrieben. Wir brauchen erstens die Absicherung der Strukturen in der internationalen Jugendarbeit. Wir sind froh, dass im vergangenen Jahr hierfür zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt wurden, in diesem Sommer zur Verfügung gestellt wurden. Und diese Mittel werden dringend gebraucht, um bestimmte Träger überhaupt zu erhalten. Das sind teilweise Träger, die großen Stellenwert in der Jugendarbeit und auch im internationalen Bereich haben. Und diese Sondermittel, die in diesem Jahr für den internationalen Bereich mit 25 Millionen geführt wurden, müssen auch im nächsten Jahr bereitstehen, damit diese großen Träger in den Strukturen, die wichtigen Strukturen, nicht verloren gehen. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen zweitens eine Flexibilisierung in der Förderung des KJP. Der KJP bietet im Moment kein Programmformat, mit dem wir wirklich digitale Programme und auch hybride Maßnahmen der Begegnung, des Miteinanders gut fördern können. Wir stehen da alle ein bisschen auf dem Schlauch. Wir sind in enger Abstimmung natürlich mit dem Bundesjugendministerium. Und trotzdem ist es ganz wichtig, das zu sagen. Wir brauchen hier eine Flexibilisierung. Sonst können wir nicht antworten auf die Tatsache, dass physische Begegnung im Moment nicht möglich ist und dass wir Wege haben müssen, auszuweichen, um auf anderen Wegen im Kontakt zu bleiben, in Netzwerken und auch im Austausch für junge Menschen. Und es ist auch so, Herr Bütow hat das eben genannt, wir müssen bedenken, dass wir auch junge Menschen verlieren hinter den Bildschirmen, an die wir nicht rankommen. Wir wissen auch aus den Partnerländern, dass die, die am Bildschirm sind, gut ausgestattet nicht die sind, die sozial benachteiligt sind, sondern eher die, die gut ausgestattet sind mit ihren Möglichkeiten. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir Mittel, Möglichkeiten und auch Ausstattung bereitstellen, dass wir das fördern können für Träger, für Teilnehmende in der Form, wie es nötig ist, damit wir international Brücken auch auf digitalem Weg bauen können. Der dritte Punkt, die Visa-Erteilung. Wir hören, dass es immer wieder schwierig ist, gerade für langfristige Aufenthalte, für Schüleraustauschprogramme von langfristigen Aufenthalten und auch für Freiwilligendienste, junge Menschen, die außerhalb des Schengen-Raums leben, keine Möglichkeit bekommen einzureisen, vielfach keine Möglichkeit haben, überhaupt vorzusprechen. Da entgeht uns viel in der internationalen Zusammenarbeit,
aktuell. Und auch das wäre ein wichtiger Bereich, womöglich politisch einzuwirken. Noch, genau. Der vierte Punkt, den wir uns wünschen, und der ist sehr zentral, möchte ich sagen. Wir sind da immer wieder auf dem Weg und es ist eine große Bitte, die europäische und internationale Jugendarbeit im kommenden Jahr mit reinzunehmen, in Wahlprogramme, in Koalitionsvereinbarungen, wenn es soweit ist. Wir haben uns zu Beginn dieser Legislaturperiode dafür sehr stark gemacht. Wir haben viel im politischen Raum geworben und das hatte letztlich ein Stück weit Erfolg. In den Koalitionsvereinbarungen für diese Legislaturperiode war die europäische und internationale Jugendarbeit stärker als bisher genannt und vertreten. Und doch möchte ich sagen, hat es zum Schluss nicht dazu geführt, dass wir wirklich eine verstärkte, auch finanzielle Unterstützung für den Bereich dieser Arbeit einwerben konnten. Wir sind vor 4 Jahren und haben uns auf den Weg gemacht mit einem Aktionsplan für die internationale Jugendarbeit, der so aufgrund fehlender Mittel, womöglich aufgrund anderer politischer Prioritäten nicht zur Umsetzung kam, obwohl wir alle finanziell extrem auf dem Schlauch standen, häufig nur mit halben Beträgen fördern könnten. Also wichtig, die europäische internationale Jugendarbeit stärker wirklich mitzunehmen als Auftrag auch von der Politik explizit Unterstützung zu erhalten. Und der letzte uns sehr wichtige Punkt ist, dass wir in diesem Jahr sehen, wie Netzwerke, wie Kooperationen uns wegbrechen aufgrund der Corona-Krise. Und wir sind noch nicht durch die Krise, das wissen wir. Deswegen müssen wir befürchten, dass wir im kommenden Jahr weiterhin in der Notsituation agieren und noch nicht voll loslegen können. Das muss sich aber ändern im Jahr 2022. Und dann müssen wir einen Aktionsplan zum Wiederaufbau der internationalen Jugendarbeit auf den Weg bringen. Dafür bitten wir schon jetzt unbedingt um Ihre Unterstützung. Und es bleibt einmal mehr bestehen. Wir haben das jetzt schon eben auch noch mehrfach gesagt und Sie alle haben von Ihren Erfahrungen berichtet. Internationale Erfahrungen bilden Menschen und das ist Investition in Demokratie und in Weltoffenheit, in der wir leben wollen. Danke. So, vielen Dank für die Vorstellung des Positionspapiers und auch nochmal die klaren Forderungen. Wir würden jetzt einsteigen in das Gespräch mit der herzlichen Bitte an Sie, liebe Abgeordnete und Abgeordnete, jetzt einfach erstmal vielleicht Fragen zu stellen an die Vertreterinnen und Vertreter der Fach- und Förderstellen aus dem, was eben gehört wurde. Vielleicht haben Sie auch erste Statements dazu und dann kommen wir ins Gespräch. Sie können gerne einfach kurz die Hand heben oder auch sprechen. Im Moment ist auch alles. Ja, mit. Ich hätte noch eine Frage. Mhm, ja, stellen Sie die Frage gerne. Ja. Frau Noll, also Sie haben ja gerade dezidiert dargelegt, wie diese finanzielle Situation ist. Und ich glaube, erstmal glaube ich, dass alle Kollegen, die jetzt gerade hier mit einer Diskussion sind, an dem Thema erstens interessiert sind und auch an der langfristigen Lösung. Also wir wollen Jugendaustausch auch erhalten. Aber ich glaube, uns ist allen doch sehr bewusst, dass durch Corona wir leider im Moment eine Situation haben, die wir uns einfach nicht ansatzweise hätten vorstellen können, wie das durchschlägt. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein Prozess sein, wo wir heute nicht sagen können, spätestens im Juni ist es vorbei und wir können wieder in normalen Bahnen denken. Was ich gerne von Ihnen wissen möchte, wir haben es ja eben auch schon erwähnt, wir haben ja im Nachtragshaushalt nochmal Geld freigemacht. Das sind die 25 Millionen, die Sie ja eben schon erwähnt haben. Und Sie sagten, Sie würden gerne, dass wir das für 2021 nochmal festschreiben, dass dieser Sonderbetrag oder diese Sonderführung aufgrund von Corona nochmal zum Tragen kommt. Ist das eine Summe, wo Sie sagen könnten, dass
wenn wir diesen Handlungsspielraum haben, kommen wir klar, dann können wir unsere Strukturen erhalten. Oder ist das nach wie vor ein Betrag, wo Sie sagen würden, das hat uns jetzt geholfen, aber letztendlich muss die Förderung langfristig anders gestaltet werden. Was das Wahlprogramm angeht, also da arbeiten wir, glaube ich, erst in einem halben Jahr dran. Wenn ich an unseren letzten Koop-Vertrag denke, den wir geschlossen haben, der Kollege Rick ist ja auch mit bei dem Gespräch, da ist sehr viel, sage ich jetzt mal, gerade zur eigenständigen Jugendpolitik drin, aber da hat keiner mit Corona gerechnet. Und ich glaube, dass jetzt durch Corona wir auch, was das Hinblick auf geht, wie wollen wir Jugendarbeit in der Zukunft, Jugendpolitik gestalten, müssen wir eben das im Hinterkopf haben, welche Herausforderungen wir hatten, damit wir beim nächsten Mal einfach besser vorbereitet sind. Okay, vielleicht kurz zu der direkten Nachfrage. Herr Büto, Marie-Lose Dreber. Ja, diese bitte. Nee. Können noch nichts hören. Das Mikro einfach wieder einschalten, bitte. So, jetzt. So, jetzt geht's. Vielen Dank für die Frage, weil das ist ganz wichtig, Frau Noll, dass Sie da auch nochmal nachhaken. Also es sind jetzt 25 Millionen bereitgestellt worden. Das heißt, Ende August hat Frau Dr. Giffey das verkündet. Es ist aber so, dass Anträge erst ab dem 1.12. gestellt werden können. Das hat einen längeren Verwaltungsaufwand auch mit sich gebracht. Aber so ist die Situation und wir können erst zum 1.12. die Anträge stellen und erst dann sehen wir, wie weit die Mittel reichen. Ich habe jetzt schon erste Meldungen erhalten, das was bei der Behörde, es wird über die Stadt Hamburg, also die Senatsverwaltung Hamburg, wird das Geld ausgeschüttet, dass man innerhalb von kürzester Zeit, nach dem, was die Träger jetzt schon angemeldet haben, wird das Geld verbraucht sein. Also, wir gehen davon aus, dass es eine deutlich höhere Summe noch für nächstes Jahr braucht, um genau die Träger, die keine Strukturförderung erhalten, abzusichern. Und wir sind gerne bereit, Ihnen auch, sobald wir sehen, wie die Gelder abfließen, nochmal eine genaue Mitteilung zu geben, was notwendig ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir es nicht in Gänze sagen, weil erst zum 1.12. die Gelder beantragt werden können. Herr Seestern-Pauli, Sie hatten sich gemeldet. Ja, herzlichen Dank auch für die beiden Vorträge nochmal. Eine Frage ist gerade schon mit beantwortet worden, nämlich wie hoch die Summe für nächstes Jahr voraussichtlich wäre. Bin ich auf jeden Fall sehr daran interessiert, dann zu erfahren, wenn das für Sie absehbar wird. Das Zweite ist von Ihren Wünschen oder das, was Sie benötigen, diese 5 Punkte, hätte ich noch eine Nachfrage zu dem Punkt flexiblere Förderung. Da sind Sie ja dezidiert auch auf die Förderung oder überhaupt die Möglichkeit von digitalen oder hybriden Strukturen eingegangen. Da würde mich nochmal interessieren, an wann Sie, also ja, das sollte auf jeden Fall vereinfacht werden. Was mich persönlich interessieren würde, auch vor dem Hintergrund des Vortrags, ich glaube, der erste war es, in welche Richtung denken Sie da eigentlich? Weil ich hatte so ein bisschen auch den Eindruck, das stößt an Grenzen für Ihre Arbeit, weil wir uns ja, glaube ich, auch alle einig sind, dass auf Dauer der physische Kontakt gar nicht ersetzt werden kann, auch durch hybride oder digitale Formen. Nichtsdestotrotz sollten wir das ermöglichen, dass auch diese Strukturen gefördert werden, vor allem jetzt in der außergewöhnlichen Situation, in der wir uns befinden und ja auch wohl nächstes Jahr noch befinden werden. Da würde es mich einfach interessehalber interessieren, also was für Optionen Sie da noch oder Chancen da auch sehen für die Arbeit. Ich habe ganz viel Nicken gesehen aus dem Kreis der Fach- und Förderstellen. Deswegen die Frage an die Kolleginnen und Kollegen, wer jetzt antworten möchte und sozusagen zuerst zieht auf die Frage. Genau. Wunderbar. Ich würde anfangen. Vielleicht haben die anderen noch was zu ergänzen. Ja, Fakt ist, es fehlt uns ein Förderformat, weil wir selber praktizieren, weiß ich das auch so genau. Es fehlt uns das Förderprogramm, ein Förderformat zwischen den kleinsten Projekten von 1.000 Euro, wo man was Kleines machen kann, was den Austausch begleitet, und der physischen Begegnung, die wir fördern mit Reisekosten, Aufenthalt und Programmkosten. Und wir haben dazwischen im Moment keine Möglichkeit, mit einer Orientierung für die Träger zu agieren.
und zu sagen, es gibt ein Zwischenformat, was vielleicht auch in der Förderhöhe irgendwo dazwischen liegt. Wir haben vorgeschlagen, vielleicht ein Format von bis zu 5.000 Euro, wo man die Träger dazu ermächtigen kann, ein digitales Projekt zu konzipieren. Dafür es braucht Gebühren für Internetplattformen, es braucht auch den ein oder anderen neuen Computer oder eine Serie an kleinen Kameras und Mikrofonen. Und das alles braucht man, um überhaupt loszulegen. Das ist jetzt sehr auf den Niederungen der Praxis, aber wir wissen, dass es genau daran mangelt. Also so ein Zwischenformat bräuchten wir unbedingt. Und ich persönlich bin unbedingt dafür, dass wir die physische Begegnung muss unser Ziel und an der darf überhaupt gar nicht gezweifelt werden. Das ist so ein bisschen die Angst auch, die steht, wir gehen aufs Digitale und zum Schluss wird man sagen, das reicht doch, das genügt. Das ist eine große Angst. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Digitale ist einerseits eine Zwischenlösung, aber es ist eine, die längerfristig, glaube ich, einen Raum einnehmen kann im Zuge der zunehmenden Digitalisierung. Es gibt auch Überlegungen, die wir jetzt im Deutsch-Israelischen hatten, auf Vorschlag eines Trägers, dass man zum Beispiel digital auch junge Menschen erreichen kann, die physisch gar nicht gut reisen können. Wir hatten jetzt eine Anfrage von einer Gruppe von Menschen mit Behinderungen, also physischen Behinderungen, für die das eine tolle Möglichkeit wäre, wenn es solche digitalen Projekte und Wege stärker gäbe als bisher. Und ich glaube, wir stecken im Moment da in den Anfängen. So ist unser Eindruck auch bei Trägern. Und was ganz wichtig noch ist, digitale Formate, das scheint so einfach, dass wir eben zusammenkommen, aber sind sehr aufwendig. Es muss eine ganz andere Konzeption geben. Es muss Menschen geben, die sich mit der Technik auskennen. Es muss eine Moderation geben. Es muss teilweise professionelle Unterstützung geben, die nicht nur ehrenamtlich sein kann, wie in vielen Bereichen des Internationalen. Häufig braucht man professionelle Unterstützung, um sowas anzuschieben, zu konzipieren. Und dafür haben wir im Moment im Grunde keine Möglichkeiten der Förderung. Und wir stehen wirklich auf dem Schlauch. Ich habe gesagt, wir sind in engem Kontakt mit dem Bundesjugendministerium und trotzdem, wir müssen da unbedingt handeln. Wenn ich vielleicht hier ganz kurz ergänzen darf, aus Sicht des Deutsch-Französischen Jugendwerks sind wir in der glücklicheren Situation, dass die Art und Weise, wie wir auf der Grundlage unserer Richtlinien von 1963, die bis seitdem durchaus reformiert werden, aber mit dem Status der internationalen Organisation, die zwar aus dem KJP Mittel erhält, aber eben nach eigenen Richtlinien mit unseren Mitteln eines deutsch-französischen Fonds fördern kann, wir im digitalen Bereich in den letzten Monaten wirklich viel einfacher handeln können, als es die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fach- und Förderstellen machen konnten. Wir sehen, dass wir hier tatsächlich auch Jugendliche nochmal ganz neu erreichen können. Aufgrund unserer im Vergleich zum KJP wesentlich flexibleren Art und Weise des Förderns können wir hier tatsächlich in einen echten Lernprozess gehen und sehen auch, wie wir noch besser Jugendbegegnungen auch mit den digitalen Mitteln vor- und nachbereiten können, aber wie wir einfach auch viel mehr in den Kulturraum Internet, der ja doch den Alltag von jungen Menschen sehr stark prägt, besser erreichen können und letztlich auch nochmal eine Wiederholung dessen, was ich schon sagte, digital heißt ja nicht nur digital, sondern digital ermöglicht auch ein hybrides Mischformat, wo also auf der einen Seite durchaus auch physische Begegnungen stattfinden können. Ich habe mir letzte Woche beispielsweise so eine hybride Begegnung angeschaut, wo dann parallel zum Seminar oder zur Begegnung Interviews auf der Straße geführt wurden und es insofern auf beiden Seiten der Grenze oder auf beiden Seiten der Bildschirme auch einfach ganz praktische Interaktionen gab mit der Zivilgesellschaft, die trotz Corona an den jeweiligen Lernorten getroffen und interviewt werden konnte. Okay, Herr Rix, Sie hatten sich zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank. Mich würde interessieren, wenn Sie im Gespräch mit dem Jugendministerium sind, ob es nur finanzielle Gründe hat, warum diese Zwischenlösung nicht gefunden wird oder ob die auch, ich sag mal, organisatorische oder irgendwelche Verwaltungsgründe dafür nennen. Und das Zweite, was ich grundsätzlich anfragen will, internationale Jugendarbeit findet ja nicht nur von Deutschland aus statt, sondern hat ja immer auch Partnerländer. Und da wollte ich mich nach der finanziellen Situation der Förderung auf den Seiten erkundigen, weil ich sonst weil wir laufen ja auch vielleicht Gefahr, dass auf der Seite genauso die Kürzungen vielleicht stattfinden oder vielleicht eher noch sogar Kürzungen stattfinden und bei uns nur alles auf einem zu niedrigen Niveau bleibt.
Denn es ist nämlich schon Außenpolitik und nicht nur Haushaltspolitik des Jugendministeriums, sondern dann müssen wir gucken, wie wir auch international genau mit den anderen Ländern auch nochmal, erstmal auf europäischer Ebene, aber dann auch auf weiterer Ebene auch nochmal in den Austausch treten können. Deshalb würde mich interessieren, wie es in den anderen Ländern da aussieht. Ganz wichtiger Aspekt, Marie-Louise Drehmer möchte antworten. Ja, also wir haben tatsächlich das Problem, dass uns die Gefahr droht, dass die Partnerstrukturen wegbrechen. Wir haben das in der Umfrage auch nochmal nachgefragt. Es sind bisher, bis auf eine Ausnahme, sind alle Partnerschaften noch erhalten. Allerdings sind die Partner finanziell noch viel stärker als wir in ihrem Bestehen gefährdet. Und deswegen haben wir den Vorschlag gemacht, dass während der Pandemie auch Kosten im Ausland mit übernommen werden können. Das Ministerium hat für eine Sitzung am 8. Dezember eingeladen, wo es tatsächlich auch um die Flexibilisierung der Förderung geht. Aber es ist ja immer das eine, was wir vortragen und was nachher auch verwaltungstechnisch umgesetzt werden kann. Soweit ich weiß, wird da ja auch der BMF nochmal mit einbezogen, wenn es um eine Änderung der Richtlinien geht. Und das ist genau die Notwendigkeit, die es jetzt während der Pandemie braucht. Aber was das Digitale betrifft, wie Frau Mähler schon sagte, das werden wir auch später benötigen, denn durch die Pandemie wird sich der Austausch auch verändern. Das Digitale wird zunehmen und wir werden mehr hybride Formate auch haben und beides kombinieren. Also von daher ist die digitale Ausstattung das eine, aber die Veränderung jetzt in den Möglichkeiten der Förderung ist das andere. Wir haben ja auch erhöhte Kosten. Was machen wir, wenn die Jugendlichen im Ausland in Quarantäne festsitzen? Wer übernimmt die Kosten dann dafür? Wir müssen Flüge umbuchen, weil auf einmal wir nicht mehr einreisen können in ein Land. Da gibt es eine Vielzahl von Problemen, die sich jetzt in den letzten Monaten offenbart haben und wo wir eine Regelung brauchen. Das Ministerium hat sich wirklich offen gezeigt, mit uns darüber zu sprechen. Aber wenn es eben nicht so umgesetzt werden kann, da brauchen wir einfach Ihre Unterstützung nochmal. Vielleicht öffnen wir jetzt die Runde noch auch für mehr Statements, auch von den Fach- und Förderstellen, die auch nochmal den Blick aus anderen Ländern hier reinbringen können, wie da die Situation ist. Ich würde jetzt einfach mal dazu aufrufen, im Zuschauerraum melden Sie sich ruhig, wenn Sie jetzt hier rein wollen, von den anderen Fach- und Förderstellen. Ansonsten könnte ich auch Sie einfach hier mal dazu holen. Ich hole mal Stefan Erb dazu, ungefragt. Und Herr Rudner. Und wir haben noch Manfred von Hebel von Jugend für Europa. So. Herzlich willkommen in der Runde. Vielleicht wollt ihr, wollen Sie auch vielleicht nochmal ein Statement loswerden und das unterstützen. Fangen wir mal an, Stefan Erb vielleicht. Hallo, guten Tag, Stefan Erb, Deutsch-Polnisches Jugendwerk. Für uns gilt tatsächlich Ähnliches wie das, was Tobias Büdow fürs Deutsch-Französische Jugendwerk gesagt hat. Wir sind in einer etwas besseren Situation als diejenigen Fach- und Förderstellen, die direkt in den KJB eingebunden sind, weil unsere Handlungsmöglichkeiten, selber was an den Richtlinien zu machen, ein bisschen größer sind. Deswegen konnten wir jetzt schon reagieren mit Angeboten auch zur Förderung von digitalen Projekten. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu der Frage, wie sieht es denn da mit den Förderungen in den anderen Ländern aus? Da ist es ja ähnlich. Da, wo es Jugendwerke gibt, gibt es halt bilaterale Verträge, wo dann auch in jedem Jahr Regierungsbeiträge fließen von jeweils beiden Seiten.
Da muss man jetzt natürlich mal abwarten, wie sich die Corona-Pandemie dann auf die Bereitschaft von Partnerländern auswirkt, diese Regierungsbeiträge dann auch in der jeweiligen Höhe beizubehalten. Aber das ist eine etwas andere Situation als da, wo es diese bilateralen Abkommen nicht gibt. Und in anderen Ländern kann das dann durchaus dann auch noch dramatischer aussehen. Thomas Rudner, vielleicht auch noch mal kurz aus. Ja. Ja, hallo, Thomas Rudner vom Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. Ich kann noch mal anknüpfen an das, was Christine Mähler geschildert hat, welche Probleme es gibt, aus dem KJP zu fördern. Wir sind derzeit in der Situation, dass wir eigentlich für jede Maßnahme, die aus der realen Welt ins Digitale verlegt wird, einzeln verhandeln müssen, ob was förderbar ist und was nicht förderbar ist. Wir sind natürlich insgesamt alle zusammen im Gespräch mit dem Ministerium, aber da scheint es doch auch vor allem auf der Ebene der Verwaltung hohe Hürden zu geben. Und das hat nichts damit zu tun, dass Träger wegbrechen erstmal. Das mit dem Wegbrechen der Träger ist etwas, was man für nächstes Jahr befürchten kann. Für dieses Jahr sind viele Dinge am stattfinden können unter erschwerten Bedingungen oder dann eben abgesagt werden müssen, weil eine digitale Förderung nicht möglich war. Gleichzeitig möchte ich nochmal betonen, dass es auch Länderbeziehungen gibt, so wie unsere, deutsch-tschechische, wo jetzt nicht alles abgesagt werden musste, also wo aufgrund der Nähe, auch der räumlichen Nähe, jetzt im Unterschied zum Beispiel zum deutsch-israelischen oder deutsch-russischen, doch auch etwa ein Drittel der beantragten Maßnahmen stattfinden konnten. Wie das dann im nächsten Jahr aussieht, wird sich zeigen. Einbrüche haben wir da nicht zu verzeichnen erstmal. Die Absichten der Träger sind nach wie vor vorhanden, weiterzumachen. Nur gehen wir davon aus, dass es immer schwieriger wird, je länger die Pandemie dauert. Und da brauchen wir natürlich, so wie es in dem Papier, das vorgestellt wurde, auch aufgelistet wurde, eine längerfristige Unterstützung auch von Ihrer Seite, von Seiten der Politik. Vielen Dank. Vielleicht auch Thomas Hoffmann noch für den deutsch-russischen Jugendaustausch. Ja, vielen Dank. Jetzt in Russland ist die Pandemie natürlich noch mal ein Stückchen intensiver als bei uns. Aber jetzt, wenn wir über die Finanzierungslage der russischen Träger sprechen, dann war die ja noch nie so richtig gut. Entsprechend trifft die Pandemie die Träger jetzt nicht noch härter. Also da ist es eigentlich eher die Finanzierungslage der Eltern, die meistens internationale Maßnahmen mitfinanzieren. Da geht es also weniger um die Organisation des Austausches, sondern eigentlich eher um die finanzielle Lage der Familien, ob sie in der Lage sind, gerade wenn es um Reisekosten nach Deutschland geht, das mitzufinanzieren. Da wird sich zeigen, wie das im nächsten Jahr sich dann tatsächlich darstellt. Da kann man keine Prognose abgeben. Was aber klar ist, das Interesse in Russland ist nach wie vor hoch. Sowohl was bei den Trägern und Einrichtungen besteht, dass das Austausch gewollt ist. Wir haben bei den digitalen Maßnahmen beispielsweise, wir hatten letzte Woche eine Programmreihe zum beruflichen Jugendaustausch. Und wir sind insbesondere in Russland überrannt worden mit Teilnahmegesuchen, fast 500 Einrichtungen, die aus dem gesamten Föderationsraum sich interessiert haben für den beruflichen Jugendaustausch, eher ein Randbereich in unserem Themenfeld. Das zeigt aber auch, wie hoch das Interesse an der Zusammenarbeit in Russland ist, sowohl was die Träger anbetrifft, aber auch hinsichtlich der Jugendpolitik. Das russische Ministerium für Wissenschaft und Hochschulbildung, welches zuständig ist, hat ein sehr großes Interesse und wird auch im nächsten Jahr alle föderalen Maßnahmen im Austausch mit Deutschland, ob präsent oder digital, fördern. Okay, vielleicht Manfred von Hebel noch, auch ein bisschen für die europäische Ebene und das europäische Programm. Ja, vielen Dank. Herzliche Grüße aus Bonn, Manfred von Hebel, Nationale Agentur, Erasmus Plus, Jugend in Aktion und Europäisches Solidaritätskorps. Ja, ich kann vieles teilen natürlich, was die Kolleginnen und Kollegen schon gesagt haben. Was uns natürlich freut ist, und das bestätigt auch ein bisschen das, was Thomas Hoffmann gerade gesagt hat, ist, dass der Optimismus in die Programme auch von Seiten der Träger nach wie vor ungebrochen ist. Und wir waren sehr unsicher, wie
man weiter auf das Programm zugeht. Und wir haben zwei sehr, sehr starke Antragsrunden gehabt im Mai, also auch schon zur Hochzeit der Pandemie und sogar jetzt im Oktober eine der stärksten Antragsrunden in der gesamten Förderperiode. Das heißt, man setzt auch sehr viel Hoffnung weiterhin auf diese Mittel, die es in, zumindest in den europäischen Programmen nach wie vor gibt. Wir konnten sehr gut, glaube ich, auf bestimmte Nöte zumindest reagieren. Die Kommission hat das Programm sehr schnell unter Force Majeure gestellt, was uns viel flexible Handlungsmöglichkeiten gegeben hat. Wir konnten viel verschieben, wir konnten viel in den digitalen Raum verlegen. In der Präsentation von Ise Drewe hat man gesehen, gerade im Solidaritätskorps bei den individuellen Freiwilligendiensten hat eigentlich fast alles stattfinden können. Wir haben ganz, ganz wenige Absagen gehabt. Natürlich alles unter Einschränkungen und unter anderen Bedingungen, aber grundsätzlich ist vieles weitergelaufen. Was uns im Moment große Probleme bereitet, ist natürlich zum einen die Perspektive. Wir haben einen Programmstart vor uns, zwei neue Programme voraussichtlich irgendwann im nächsten Jahr an den Start zu bringen. Das beschäftigt uns schon gerade ziemlich, wie das gehen kann und was uns massiv einschränkt, was uns massiv Probleme bereitet, ist im Moment die Visa-Problematik für Partnerländer. Für uns bedeutet Partnerländer, Programmpartnerländer in hauptsächlich Ost- und Südosteuropa und die Ratsempfehlung von Juni sieht keine Ausnahmeregelung für Freiwillige vor und das schränkt doch unsere Möglichkeiten und die der Partner erheblich ein, insbesondere weil wir gerade als Deutschland sehr, sehr viele, 40% unserer Projekte sind Projekte mit europäischen und mit Partnerländern und da kann man sich ungefähr vorstellen, was das im Moment für uns bedeutet. Vielen Dank. Gibt es jetzt, ich habe schon sozusagen das Plenum geöffnet, weil schon seit längerem eine Anmeldung war, aber ich würde gerne noch mal kurz die Rückfrage stellen, ob es noch weitere Fragen an die Fach- und Förderstellen gibt von Seiten der Bundestagsabgeordneten. Auch gerne einfach. Eigentlich war es gerade eben schon im Chat, aber ich will jetzt auch nicht die Zeit, aber das ging nochmal um die Frage, ob es auch politische Motivation gibt, international Programme, sag ich mal, einzuschränken, das jetzt als Vorwand zu nutzen. Das ist da vorhin im Chat erwähnt worden. Das würde mich nochmal interessieren, aber ich will die Runde nicht aufhalten. Aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also es kam ja auch aus der Zuschauerschaft. Gibt es denn solche Hinweise? Auch vielleicht aus euren Erfahrungen? Ja. Ja, bitte. Also wir wissen ganz sicher auch von der Zusammenarbeit bei den Jugendringen beziehungsweise den Jugendverbänden, dass es da tatsächlich die Situation gibt, dass die Regierung bestimmte Förderprogramme dann nicht fortsetzt oder wenn bestimmte Themen auch auftauchen, keine Förderung gewährt wird. Die Frage der Themen hatten wir schon vorher, aber jetzt die Pandemie wird nochmal genutzt, gerade bei Einsparungen, wie es dann heißt, dass dann auch keine Gelder für Jugendarbeit oder Austausch bereitgestellt werden oder diese erheblich gekürzt werden. Also das können wir definitiv sagen. Bei welchen Ländern? Das müssen wir im Einzelnen prüfen. Ja, können wir gerne nachliefern. Ich habe jetzt nur die Aussagen, dass es so ist. Eine Ergänzung aus dem deutsch-französischen Jugendwerk. Wir arbeiten ja sehr eng mit dem Westbalkan-Jugendwerk, mit dem Regional Youth Cooperation Office zusammen. Und da war tatsächlich schon im vergangenen Jahr, schon vor der Corona-Krise, die Situation extrem komplex und aufgrund der Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern außerhalb des westlichen Balkans konnte hier auch tatsächlich RAIKO überhaupt vernünftig Jugendbegegnungen auch in der Region organisieren. Danke. Gut, dann danke auch nochmal für diesen Exkurs. Dann würde ich jetzt nochmal das machen, was mein Kollege... Noch eine Frage. Frau Noll. Ja, Entschuldigung, dass ich einfach so dazwischen gehe. Also manchmal ist bei mir der Ton weggegangen. Das liegt vielleicht daran, dass ich hier mitten im Wald wohne, aber gut. Ich hatte noch eine Frage. Also ich hatte vor kurzem einen Termin mit Weltwärts und da war der Herr Gildermeister, er sagte, er befürchtet auch, dass nächstes Jahr eben, wir haben ja Entsendungen, aber wir haben eben auch sehr viel Menschen, die wir aufnehmen, dass da ein deutlicher Rückgang ist, weil der Eigenanteil wird gerade in den Ländern, der ist ja in bestimmten Quotelungen,
20%, dass es eben sehr viele Länder gibt, wo die Eltern das definitiv dann auch nicht mehr stemmen können. Wo die sagen, aufgrund der Pandemie ist die wirtschaftliche Lage noch so viel schlechter. Das heißt, diejenigen sind dann nicht mehr in der Lage zu sagen, wir wollen gerne kommen, aber der Eigenanteil ist das so hoch. Teilen Sie diese Befürchtung, dass dadurch eine deutliche Rücknahme ist von jungen Menschen, die hier nach Deutschland kommen wollen? Also da kann ich kurz antworten. Also das hatte ich ja schon dargestellt, dass das jetzt für Russland auf jeden Fall der Fall sein wird. Nicht nur in den längerfristigen Maßnahmen, sondern auch in den Kurzaustauschen. Dass für viele Familien, das war ja schon immer auch ein Problem in der Zusammenarbeit mit Russland, dass Russland eigentlich auch gerne Breitenförderung machen will, aber faktisch in Deutschland meistens dann diejenigen sind, die sich leisten können. Okay, jetzt Anna Wasilewski von AJA, bitte. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass Sie sich heute zu dieser Stunde noch die Zeit nehmen, mit uns über die Zukunft des internationalen Jugendaustausches zu sprechen. Genau, ich bin Anna Wasilewski. Ich repräsentiere hier den langfristigen individuellen Schüleraustausch. AJA ist der Dachverband von 8 gemeinnützigen Schüleraustauschorganisationen in Deutschland. Einige von Ihnen wissen das, einige von den Abgeordneten, weil wir auch in direktem Kontakt zu Ihnen standen, vor allem jetzt in der Pandemie, aber auch darüber hinaus. Ich würde gerne noch mal ganz kurz einen Blick in die Förderlandschaft werfen und noch mal die Punkte herausstellen, die für uns als individuelles Format oder als Austauschorganisation, die eben individuelle Austauschformate, langfristige Austauschformate anbieten, besonders wichtig sind. Wir teilen natürlich vieles von dem, was hier schon heute lang diskutiert wurde. Aber tatsächlich, um nochmal zur IAB-Umfrage zurückzugehen, wir sind tatsächlich die 3%, die existenziell bedroht sind. Wir haben ja gesehen, die Förderlandschaft ist sehr gut aufgestellt, sehr breit, sehr divers und auch, glaube ich, vor allem im internationalen Vergleich sehr gut ausgestattet. Aber es gibt eben auch die Träger, so wie wir befinden uns in einer Sondersituation, die vor allem jetzt durch die Krise sehr deutlich geworden ist, weil wir nämlich bislang überhaupt keine staatliche Förderung erhalten als langfristiger individueller Schüleraustausch. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wenn man, und das ist ja das heutige Thema, internationalen Jugendaustausch langfristig sichern und nachhaltig sichern, wenn man das tun möchte, dann muss man alle Formate in den Blick nehmen. Also kurz, lang, Gruppe, individuell. Und wie gesagt, ich spreche heute für den individuellen Schüleraustausch, für das langfristige Format. Und kann alles unterschreiben, was meine Kolleginnen und Kollegen von den Fach- und Förderstellen auch in ihrem Papier gut und richtig zusammengetragen haben. Aber es gibt tatsächlich aus unserer Sicht noch zwei Punkte, die eben sehr wichtig sind. Und zwar finden wir oder muss aus unserer Sicht der langfristige individuelle Schüleraustausch eben als eigenständiges Format anerkannt werden und mit staatlicher Förderung ausgestattet werden. Und ich gucke hier mal virtuell auf Frau Walter-Rosenheimer, die das ja schon gemeinsam mit ihrer Fraktion auch in einem Bundestagsantrag in diesem Juni auf den Weg gebracht hat. Und wir würden uns da einfach wünschen, wenn diese Initiative, die aus unserer Sicht gut und richtig ist, drei Formate zu unterscheiden und auch finanziell auszustatten, wir würden uns sehr wünschen, wenn das auch von den anderen Fraktionen aufgegriffen wird und beispielsweise nochmal in einem interfraktionellen Antrag aufgenommen wird. Das würde auf jeden Fall die Strukturen nachhaltig sichern.
Denn, und wir haben ja heute auch schon darüber gesprochen, wir haben 25 Millionen, die auf den Weg gebracht wurden, auch für den gemeinnützigen Schüleraustausch, die uns natürlich sehr durch die Krise helfen, aber tatsächlich darüber hinaus, auch das wurde heute gesagt, nicht reichen, um die Strukturen nachhaltig so zu sichern, damit dieser Austausch oder das Austauschformat tatsächlich nachhaltig gesichert ist. Blick auf die Zeit, vielleicht machen wir mal weiter oder gibt es noch einen abschließenden Satz, dann jetzt? Genau, der abschließende Satz, vielleicht noch ganz kurz, der zweite Punkt, das wäre tatsächlich das Schüler-Auslands-BAföG, aber das ist ein auch sehr, sehr breiter Punkt, wo wir auch dran sind, wo wir auch mit vielen Abgeordneten im Gespräch sind. Genau, und wir würden uns einfach wünschen, wenn eben dieser Schritt, den individuellen Schüleraustausch als eigenständiges Format anzuerkennen, von Ihnen mitgetragen wird und Sie uns da auch helfen, die politischen Schritte anzugehen. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, ja. Danke. Manchmal jetzt, muss man ein bisschen ausholen. Genau, jetzt haben wir noch Rolf Witte hier in der Runde und dann würde ich einfach den Ball nochmal zurückspielen an die Bundestagsabgeordneten und es gibt auch noch eine Meldung und wir haben auch noch aus dem Chat eine Frage. Bitte schön, Rolf Witte. Ja, danke schön. Ja, Rolf Witte, ich bin hauptberuflich tätig bei der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, das heißt für den internationalen Jugendkulturaustausch zuständig und bin aber auch gleichzeitig Vorsitzender von IAB. Ich möchte nochmal auf den Punkt der Flexibilisierung des KLP zurückkommen, der bisher hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt des Digitalen und der Möglichkeiten, auch hybride und digitale Formate damit zu fördern, unter dem Aspekt betrachtet wurde. Ich würde ihn aber auch nochmal unter dem Aspekt eben der Förderung des Multilateralismus und des europäischen Denkens ansprechen. Ich glaube nämlich, dass wir da diesen alten Grundsatz haben, ja, Deutschland zahlt nur für die Teilnehmer aus Deutschland und die Partnerländer müssen dann immer zahlen für die Jugendlichen aus dem anderen Land. Das sind Gedankengänge aus den 60er Jahren, als der internationale Jugendaustausch mal in Richtlinien gegossen worden ist. Dass es nicht möglich ist, in der heutigen Zeit einfach ganz einfach für eine Gesamtbegegnung, egal ob sie aus 2, 3 oder 4 Ländern ist, gleichberechtigt KLP-Mittel einzusetzen, entspricht einfach nicht mehr der Zeit, dass jeder praktisch guckt, lebt er auf meinem Staatsgebiet, dann hat er Anspruch auf einen Zuschuss und lebt er nicht auf meinem Staatsgebiet, dann muss irgendjemand anders dafür bezahlen. Insofern hat das schon auch viel mit Außenpolitik zu tun, wie das Herr Rix gesagt hat, weil wir natürlich auch nicht in die Gefahr kommen dürfen, ja, Deutschland zahlt alles sozusagen, ne, nimmt die anderen Länder nicht mit in die Pflicht, auch politisch gesehen. Das muss natürlich begleitend auch passieren. Aber gerade in der Situation, wo bestimmte Länder eher zurückfahren werden, auch aus politischen Gründen, müssen wir da, glaube ich, unsere Verantwortung übernehmen und über diese nationale Denke, die in den Richtlinien seit Jahrzehnten festgeschrieben ist, einfach hinwegkommen. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen. Vielen Dank. Nochmal das Anliegen bekräftigt, was wir eben diskutiert haben. Gibt es aus Ihrer Sicht der Bundestagsabgeordneten direkt hier eine Rückmeldung oder nochmal eine Rückfrage? Wenn das nicht der Fall ist, würden wir jetzt nochmal weitere Fragen auch aus dem Zuschauerraum reinholen. Und wir haben auch noch einige Fragen im Chat, die wir auch noch gerne stellen wollen. Herzlich willkommen, Miriam Wolters. Du hattest das Wort jetzt. Jawohl, dankeschön. Hallo. Ja, mein Name ist Miriam Wolters. Ich arbeite für das Deutsche Jugendherbergswerk, unter anderem als Referentin für Internationales und bin, glaube ich, ein Paradebeispiel von, was passieren kann, wenn man Jugendliche auf internationale Begegnungen schickt, dann landen sie vielleicht auch früher oder später selber in der internationalen Arbeit. Ja, wir sind, glaube ich, dieses Jahr eine der wenigen TrägerInnen gewesen, die ins kalte Wasser sozusagen gesprungen sind und trotz Corona und erhöhten Auflagen es gewagt haben, noch 3 Begegnungen im Herbst durchzuführen
und 2 auch erfolgreich durchgeführt haben. Insofern nochmal ganz kurz zusammengefasst meine Erfahrung beziehungsweise auch nochmal damit eine verbundene Frage. Und zwar erstmal ein großes Lob an Erasmus als auch ans BMFSFJ, was die Flexibilität angeht. Es wurde jetzt angesprochen, was Flexibilität bei Finanzierung angeht, aber auch zum Beispiel Sachberichten, Terminverschiebungen, Sonderzahlung für Corona-Tests und was alles so irgendwie noch passieren kann. Und wir würden uns auf jeden Fall wünschen, dass das zum Beispiel beibehalten wird und im Blick behalten wird. Flexibilität bedeutet aber auch für die Teamerinnen und Teamer vor allen Dingen nicht nur ein Hygienekonzept in den Unterbringungen zu haben, sondern eben auch in der Begegnung selber. Dafür nochmal Zeiträume einzuplanen und vielleicht irgendwie nicht auch zum Zeitpunkt, wie sonst gewohnt, Berichte und so weiter abzufordern und eben auch Zeit und Möglichkeiten zu schaffen, Konzepte zu erstellen, vielleicht auch die Teamerinnen fortzubilden, beziehungsweise bei den Trägerinnen sich untereinander zu vernetzen. So, und vor allem, ich komme ja eigentlich aus dem Jugendverband, auch da machen Ehrenamtliche ganz oft eigene Jugendbegegnungen. Auch da ist es, glaube ich, aktuell sehr, sehr schwer, das selber zu tun und auch nochmal der Appell der Entbürokratisierung und es wirklich den Leuten so leicht wie möglich zu machen. Weil wenn man in der heutigen Zeit irgendwie noch Lust hat, den Spirit weiterzutragen und Jugendbegegnungen zu machen, dann sollte von allen Seiten das wirklich sehr unterstützt werden. Und darum schließt meine Frage am Schluss. Ist das Utopie oder ist es vielleicht möglich von Ihrer Seite aus? Danke. Sehr schön. Die Frage nehmen wir gleich mit in die Abschlussrunde. Und jetzt geben wir noch unserer Kollegin Stephanie Binzus das Wort, weil sie ein bisschen zusammenfasst, was jetzt noch im Chat an Fragen und Statements kam. Bitte schön. Ja, genau. Vielen Dank, Daniel. Einmal mit Blick hier auf den Chat intern, den sehen Sie ja auch. Da vielleicht nochmal die Frage hier von der Au-pair Society, die lautet, sind diese Fördergelder auch für Au-pair-Agenturen bzw. für Verbände der Au-pair-Agenturen vorgesehen? Und was ist für das Au-pair-Wesen konkret geplant? Und ansonsten vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung auch der Chats aus dem Online-Stream. Und zwar sind wir ganz froh, dass trotz der Freitagnachmittäglichen Stunde sich doch noch viele beteiligt haben und es auch recht bewegt ist. Hier einmal die Anmerkung, dass es reale Begegnungen doch bitte ermöglicht werden sollten. Das ist eher ein Kommentar und auch mit dem Hinweis, doch auch die zusätzlichen Kosten, die entstehen zum Beispiel durch die Hygienemaßnahmen oder auch die Absicherung von Risiken, die entstehen jetzt im Zuge der Corona-Pandemie, das doch bitte in der Förderung auch mit zu berücksichtigen. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, das war die Sicht einer Gastmutter aus dem Schüleraustausch, die auch nochmal den Blick darauf lenken wollte, auch die Bedürfnisse der Gastfamilien nicht aus den Augen zu verlieren. Okay. Vielen Dank dafür. Wir kommen jetzt zum Schluss und ich übergebe an meine Kollegin und wir würden Ihnen jetzt auch nochmal eine Möglichkeit geben, auch vielleicht nochmal Dinge zusammenfassend darzustellen. Ja, der Dank ist schon an Sie weitergegangen, auch aus dem Raum der Zuschauer bei Facebook und eben auch aus der Teilnehmerrunde. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für die Diskussion, die Tatsache, dass Sie uns zur Verfügung standen hier für dieses Gespräch im virtuellen Meeting, für unsere Fragen und für die Fragen auch der Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum Abschluss unseres virtuellen jugendpolitischen Fachgespräches möchte ich eben noch einmal das Wort auch an die Bundestagsabgeordneten geben, die uns heute unterstützt haben und zugehört haben. Und wie eingangs auch mache ich das verbunden mit einem kleinen Auftrag. Und die Bitte an Sie ist tatsächlich noch mal mit einem Abschlussstatement zu formulieren, den wichtigsten Punkt, den Sie heute sozusagen mitnehmen, der für Sie noch mal neu war und für Sie noch mal auch ein politischer Auftrag ist, den Sie mitnehmen wollen und den Sie weiter bearbeiten. Das ist natürlich das, was auch bei uns die Kolleginnen und Kollegen hier im Teilnehmerkreis besonders interessiert. Wir fangen diesmal an in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge. Das heißt, das erste Wort hat diesmal Beate Walter-Rosenheimer. Ja, ganz herzlichen Dank.
Also es ist jetzt nichts ganz Neues und Bewegendes, was ich rausgehört habe, aber natürlich nochmal ganz klar, dass wir einen Neustart des Jugendaustauschs brauchen. Das wissen wir natürlich, aber es ist heute, finde ich, einfach nochmal total deutlich geworden. Und wir brauchen dafür eine tragfähige Finanzierung, die eben nicht nur auf Teilnahmebeiträge setzt, sondern auch gezielt Strukturen fördert. Weil wir wollen, dass künftig die Teilnahme eben nicht mehr und nicht so viel vom Geldbeutel der Eltern abhängt, weil wir mehr soziale Gerechtigkeit wollen. Und wir wollen, dass künftig Austauschorganisationen eben nicht sofort am Rande sozusagen des Einbruchs stehen oder Abgrunds stehen, wenn irgendwas passiert. Deswegen, dafür haben wir uns auch eingesetzt im Bundestag. Wir wollen die Förderung für internationale Jugendaustauschangebote über den Kinder- und Jugendplan ausbauen und anpassen. Das haben Sie ja in bilateralen Gesprächen auch schon gehört, um Jugendgruppen und Vereinen auch angemessene Möglichkeiten auf Förderung zu geben und auch auf Planungssicherheit, weil wir eben mehr junge Menschen erreichen wollen. Das ist heute auch angesprochen worden. Eben, wir wollen auch mehr Schüler aus Hauptschulen oder Realschulen erreichen, auch junge Menschen mit Behinderungen. Und wir wollen diese Angebote eben wirklich zukunftsfest und krisensicher aufstellen. Der Antrag von uns, der vorhin auch angesprochen worden ist, der hat eher einen EU-Rettungsschirm für die Zivilgesellschaft gefordert und auch Unterstützungsleistungen für die vielfältige Trägerlandschaft der europäischen Partnerorganisationen, weil auch das haben wir gehört und das war für mich auch nochmal wichtig. Natürlich, selbst wenn die Organisationen in Deutschland die Krise überstehen, werden keine Austauschkooperationen mehr möglich sein, wenn die Strukturen in den anderen Ländern eben dann zum Erliegen kommen. Vielleicht zu viel für jetzt. Und ich danke Ihnen für die Möglichkeit zu diesem Gespräch. Es war auch viel Input, der für mich sehr spannend war. Und Sie können sich wirklich darauf verlassen, dass wir Ihre Anliegen unterstützen. Wir werden Sie sowohl versuchen, in unser Wahlprogramm aufzunehmen, weil das vorhin eine Frage war, als natürlich auch weiterhin mit parlamentarischen Initiativen begleiten. Ja, vielen Dank. Herr Seestein-Pauli. Sie hätten das Wort für die Schlussrunde. Ja, sehr gerne. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für den Austausch heute. Jetzt können wir Sie leider nicht mehr hören. Sehr beruhigend ist, das war ja auch schon, als wir es im Austausch besprochen haben. Hallo? Jetzt besser? Jetzt geht's wieder. Hallo? Ja, jetzt geht's wieder. Ich glaube, du musst dein Bild ausmachen, wenn du redest, weil das in der Übertragung schwierig ist. Ja, probiere ich das mal so. Ja, dann erstmal herzlichen Dank für den Austausch heute. Ich hoffe, dass ich jetzt besser zu verstehen bin. Hat mir gut gefallen. Wichtigster Punkt, ich glaube, zwei sind wichtig. Das eine ist, dass man gemerkt hat, dass wir alle von den demokratischen Fraktionen in die richtige Richtung denken und das auch weiter stützen wollen. Das war ja auch bei dem Ausschuss-Tagesordnungspunkt vor einiger Zeit schon sehr ersichtlich, wo das ja auch sehr konstruktiv miteinander besprochen wurde. Darüber hinaus, glaube ich, ist für uns allen klar geworden, dass wir dringenden Handlungsbedarf auch kurzfristiger Art haben in den nächsten Monaten, um die Strukturen erstmal zu schützen und aufrechtzuerhalten. Denn wir alle wissen aus unserer Arbeit, denke ich mal, dass wenn Strukturen erstmal in sich zusammengebrochen sind, es umso schwerer ist, sie wieder in die richtige Spur zu setzen. Also von daher arbeiten wir da auch gerne mit, auch bei den Punkten, die Sie sonst auch angesprochen haben. Mich persönlich würde es noch sehr freuen, wenn wir darüber hinaus auch weiter im Austausch bleiben könnten. Die Frage von Frau Nagel, die jetzt mehrfach im Chat aufgeploppt ist, kann ich Ihnen persönlich jetzt nicht beantworten, bin aber sehr gerne bereit, das nochmal in Erfahrung zu bringen und würde Ihnen das dann zukommen lassen, wenn Sie mir irgendwie Ihre Kontaktdaten zukommen lassen würden. Ansonsten herzlichen Dank und Ihnen allen einen schönen Abend dann nachher noch. Vielen Dank. Wunderbar, dann machen wir jetzt weiter, wie vorhin schon, mit Sönke Rix. Vielen Dank. Ich nehme mit, was ich selber auch mit ins Spiel gebracht habe, was für eine außenpolitische Wirkung das die internationale Jugendarbeit auch hat und dass wir auch, glaube ich, bei jedem internationalen Austausch auf außenpolitischer Ebene auch immer die Jugendaustausch mit im Blick haben müssen, um auch nochmal deutlich zu machen, dass es keine Einbahnstraße sein kann, aber gleichzeitig mit, dass wir in der Förderkulisse auch gucken müssen,
dass wir nicht nur speziell sagen, ja gut, wir finanzieren die Deutschen und die anderen irgendwie nicht, sondern dass man da auch flexibler werden muss, ohne die anderen aus der Verantwortung zu lassen, finde ich noch einmal einen wichtigen Aspekt. Auch, dass wir die drei Formate haben, um auch den individuellen Austausch neben dem Gruppenaustausch auch nochmal weiterhin mit zu stärken, auch in die langfristige Finanzierung auch mit einzubauen. Das, glaube ich, ist auch wichtig. Ich nehme auch mit, dass wir vielen kurzfristig zumindest erstmal helfen können, aber dass wir auch weiterhin gucken müssen, wie wir jetzt die andauernde Pandemielage auch noch weiterhin mit finanziellen Mitteln unterstützen können. Die ist ja nicht vorbei. Beim ersten Mal haben wir gesagt, okay, wir stellen jetzt erstmal die Summe zur Verfügung, aber da wussten wir nicht, wie lange sie geht. Jetzt müssen wir insgesamt gucken, wie wir weiterhin gerade die Bereiche unterstützen, die wirklich ihre Arbeit so gut wie total einschränken müssen. Und das ist ja bei der internationalen Jugendarbeit zum größten Teil der Fall, auch wenn es mich freut, dass im Rahmen des Möglichen doch noch das eine oder andere auch stattfindet und auch digital stattfindet. Aber da müssen wir auch gucken, dass die finanziellen Mittel da auch zur Verfügung stehen, dass wir da an der Flexibilität auch besser sind. Wir haben ja grundsätzlich immer die Beschlusslage, dass wir gesagt haben, alle Maßnahmen kriegen weiterhin Förderung, die Gelder bleiben bestehen, auch wenn die Maßnahmen so konkret, wie sie eigentlich mal die Zusage an Geldern bekommen haben, so nicht stattfinden, bleibt trotzdem das Geld vorhanden. Deshalb müssen wir gucken, dass wir dann diese Mittel auch entsprechend ausgeben können. Bedanke mich auch für den Austausch, auch am Freitagnachmittag. Wunderbar, dass es geklappt hat, dass wir alle dabei sein konnten, dass Sie dabei sein konnten und nehme viel mit und freue mich auf die weiteren Beratungen, auch im direkten Austausch. Danke. Vielen Dank. Frau Noll. Erstmal kann ich mich auch anschließen. Es war ausgesprochen spannend. Also vor allem auch der Vortrag nochmal von Frau Dreber, was die Trägerbefragung letztendlich ergeben hat. Ich hoffe, Sie haben es vielleicht gemerkt, ich habe zwischendurch ein bisschen das abfotografiert, weil ich das im Nachgang nochmal für mich abspeichern müsste. Ich weiß nicht, ob das hinterher bei Ihnen auf die Homepage reingestellt wird oder ob Sie uns den Vortrag zur Verfügung stellen. Nicht, dass Sie irritiert waren, aber ich fand die Daten, Fakten eigentlich ganz gut als Grundlage für die Zukunft, wenn wir darüber diskutieren, wenn es um die Finanzierung. Was ist bei mir hängen geblieben? Sie haben mir erstmal einen Rucksack gegeben, da steht drin, Förderung flexibel gestalten, mehr Unterstützung bei der Digitalisierung, 2022 Wiederaufbau auf dem Schirm haben. Jetzt gebe ich was in Ihren Rucksack, nämlich Sie haben die 25 Millionen, die Förderanträge werden ab Dezember gestellt, dass Sie uns vielleicht, wenn das läuft, uns mal ein Feedback geben, ne? Weil Sie ja jetzt auch, sage ich jetzt mal, für sich analysieren müssen, 25 Millionen wurden im Raum gestellt, wird vielleicht nicht reichen, aber vielleicht Anhaltspunkte geben, wo wir gegebenenfalls noch eine andere Schwerpunktsetzung machen sollten. Das fände ich an der Stelle wirklich hilfreich, wenn Sie uns das geben würden. Corona hat, glaube ich, die Aufgabe, die Situation nochmal für uns alle verändert. Dann grenzüberschreitende Netzwerke stärken, halte ich auch für ausgesprochen wichtig, weil das ist eigentlich das, wo ja auch der Jugendaustausch basiert, dass wir auch grenzüberschreitend nach wie vor tätig werden können und die Partnerländer nicht verlieren, dass wir da eben auch, sag ich mal, in der Kommunikation vielleicht auch noch Wege finden, damit wir eben in der Form die Jugend weiterführen können, wie man die Partner da ab aus finanziellen Gründen und sagen, wir können es nicht. Und da kann ich nur dem Kollegen Rix recht geben. Dann sind auch unsere Außenpolitiker gefragt, dass wir uns vielleicht mit denen nochmal vernetzen. Was die Förderung angeht, welche Maßnahmen von wem gefördert wird, eine einfache Verfahrensweise wäre, glaube ich, hilfreich für alle Beteiligten, dass das ganze Verfahren etwas transparenter und einfacher wird. Und darüber hinaus wünsche ich uns einfach allen, das lief ja gerade über den Ticker, BioNTech liefert ab Anfang Januar 2021 ein Impfmittel. Vielleicht können wir ab Juni sagen, wir sind ansatzweise wieder so ein bisschen, kommen wir wieder zum normalen Leben zurück. Dann schließe ich mit dem Zitat von unserem Außenminister Maas auf einer Konferenz, der gesagt hat, I want my normal life back. Ich glaube, das würden alle mit unterschreiben. In diesem Sinne erstmal herzlichen Dank, war spannend. Ich habe viel mitgeschrieben und wenn wir die PowerPoint noch kriegen würden, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Dankeschön. Genau, das machen wir sehr gerne. Das stellen wir Ihnen auf jeden Fall nochmal zur Verfügung. Jetzt ist Norbert Müller auch wieder für uns sichtbar und hat jetzt in umgekehrter Reihenfolge das Schlusswort. Bitte sehr. Allermeist ist, glaube ich, schon gesagt worden. Dem Dank will ich mich einfach anschließen, um das abzukürzen. Und ich finde auch, dass alle meine Vorredner bereits wichtige Punkte erwähnt haben. Auch da nochmal Beate Walter-Rosenheimer, die auf den grünen Antrag zur Rettung der Zivilgesellschaft hingewiesen hat. Da sind eine ganze Reihe von Punkten drin, die ja sehr adäquat nicht nur den Jugendaustausch treffen, sondern auch andere Bereiche.
Und insofern glaube ich, wir müssen generell über eine Flexibilisierung im KfW reden. Das trifft dann auch nicht nur Jugendwerke. Da haben wir jetzt viele Erfahrungen dieses Jahr dazu gewonnen. Beim Jugendaustausch, finde ich, gibt es aber noch eine Besonderheit, was ich in Deutschland möglicherweise noch eher mit Hybrid- und Digitalformaten ersetzen kann. Das überzeugt mich im Jugendaustausch persönlich ehrlich gesagt nicht, dass man das so besonders gut tun kann, vor allen Dingen, wenn es darum geht, erste Kontakte herzustellen, gerade zwischen Jugendlichen. Wenn sie nicht nur auf einmal Kontakt angelegt sind, sondern möglicherweise auf längerfristigen Austausch, dann müssen die sich treffen können. Insofern ist das eine gute Sache, wenn das vielleicht ab der zweiten Jahreshälfte 21, spätestens 22 wieder geht. Aber ich glaube, Sie müssen auch aufpassen, wir auch zusammen, dass nicht irgendwann, wir haben ja auch mal unsere Haushälter am Nacken sitzen, die auf den Trichter kommen und zu sagen, viele Sachen kriegt man ja jetzt auch viel günstiger. Wir machen das jetzt ab sofort einfach mehr mit Digitalformaten ähnlichen. Das ist, glaube ich, sozusagen was, wo wir aufpassen müssen. Und dann nehme ich die Sorge nochmal mit, dass man insbesondere gucken muss, was in unseren europäischen Partnerländern darüber hinaus passiert, dass nicht auf anderer Seite, ich habe da immer sozusagen die polnischen Nachbarn im Blick, wo wir lange schon um das deutsch-polnische Jugendheer kämpfen und wissen, dass die polnische Regierung dann ambivalentes Verhältnis zu hat, dass uns nicht in solchen Situationen wichtige Austauschprogramme wie mit Russland, wie mit Polen wegbrechen, weil sie politisch nicht opportun sind und Corona gerade mal sagen, den schönen Vorwand liefert. Ich glaube, da haben wir eine Verantwortung. Schön wäre die Koalition, auch wenn wir im Familienausschuss schon durch sind, die Koalition würde die Kürzungen, die in dem Bereich im Haushalt jetzt stehen für 21, rückgängig machen und die Haushaltsansätze von 20 fortführen. Aber ich ahne, wir sind uns hier sogar einig, das muss am Ende in der Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss geklärt werden. Nach den letzten Jahren bin ich da eher zuversichtlich, aber das muss ich jetzt sozusagen als Oppositionspolitiker immer sagen, dass das nicht vergessen wird und am Ende still und heimlich runterfällt. Also es wäre schön, die Ansätze, insbesondere bei den Jugendwerken, für 21 vorzuschreiben, die wir schon 20 hatten. So, vielen Dank und schönes Wochenende. Okay, vielen Dank an Sie alle und auch an die im Zuschauerraum, an die Frauenförderstellen und die anderen Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank an Sie, liebe Bundestagsabgeordnete, dass Sie unsere Anliegen unterstützen, dass Sie uns auch die Wertschätzung entgegengebracht haben, hier heute Nachmittag mit uns zu diskutieren. Es wird sicherlich eine Fortsetzung der Auseinandersetzung des Diskurses geben. Zum Beispiel im nächsten Jahr ist wieder ein parlamentarischer Abend der internationalen Jugendarbeit geplant. Da freuen wir uns natürlich, mit Ihnen weiter diskutieren zu können. In diesem Sinne verabschieden wir uns von Ihnen. Vielen Dank. Es gibt noch relativ viele offene Fragen, die wir dann im Nachgang und in weiteren Diskussionen klären. Machen Sie es gut und bleiben Sie alle vor allem gesund. Ein schönes Wochenende. Tschüss.